Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Eigentlich würden wir ja auf die heiße Phase der Faschingssaison zusteuern. Am Donnerstag nächster Woche gäbe es zum Beispiel den Chinesenfasching in Dietfurt. Am Wochenende dann buntes Treiben in Deining und anderen Gemeinden. Leider wurden viele Veranstaltungen bereits abgesagt. Manche allerdings finden statt, wenn auch in ungewohnter Form. Zum Beispiel der Seniorenfasching der Stadt Neumarkt. Ich bring Sie um. Marken. Bring ich sie um. Na na, wer wird denn gleich? Ist doch Fasching. Und auch wenn vielleicht beim ein oder anderen daheim die Nerven blank liegen und ihm das ausgedünnte Live-Veranstaltungsprogramm zu schaffen macht, zumindest im Fernsehen findet es statt, das Karnevalstreiben. Auch dieses Jahr wird der traditionelle Seniorenfasching der Stadt Neumarkt wegen Corona wieder als TV-Sendung präsentiert. Eine Woche lang wurden im Januar dafür Dreharbeiten im Reitstadl durchgeführt. Was ist denn das? Das ist ja gar nix. Das ist ja weniger, weil wenn so wen hab ich noch nix. Na na, wer wird denn gleich? Das ist schon was. Ein buntes Programm haben die Macher vom Neumarkter Kulturamt vor die Kameras gebracht. Auf der Bühne stehen unter anderem Josef Beff Pindl und die Tanngrindler Musikanten, das Salonorchester Ferenc Barbary, Conny und die Sonntagsfahrer und viele mehr. Zwei kleine Italiener vergessen die Heimat, die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Die Dreharbeiten wurden auch deshalb auf mehrere Tage verteilt, damit die Künstler möglichst wenig Kontakt untereinander haben. Außerdem können die Fernsehmacher von Neumarkt TV und die Techniker von Lampenfieber so das Maximum aus den Auftritten herausholen. Oder einfach mal eine närrisch verpatzte Szene wiederholen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Holt euch eine Pizza. Na na, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Wobei, warum nicht? Mancher Auftritt lässt sich mit der Kameradrohne noch besser einfangen. Neben Tanz, Musik und spannenden Quizfragen gibt es auch geschliffenes Wort. Zum Beispiel von Couplet AG-Gründer Jürgen Kirner. Ich mach das auch beim Einkaufen so. Schau mir die Leute bloß an und sag, Wahnsinn, schau, diese Spermien haben gewonnen. Inzwischen haben Kameras und Konfettis wieder den Reitstadel verlassen. Die letzte Luftschlange ist verschwunden, aber Ihnen steht die Faschingssause erst bevor. Na na, wer wird denn gleich einschalten? Die Ausstrahlung kommt doch erst nächste Woche. Und zwar am Dienstag, den 22. Februar um 14 Uhr auf Frankenfernsehen, Franken Plus HD und auf dem YouTube-Kanal der Stadt Neumarkt. Und jetzt möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen und haben aktuelle Meldungen aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Die Stadt Parsberg will rund 388.000 Euro in die Neugestaltung der Dorfmitte von Darshofen investieren. Am Ufer des Kerschhofener Baches ist unter anderem die Errichtung eines Pavillons geplant, welcher auch als Buswartehäuschen genutzt werden kann. Des Weiteren ist die Anlage eines Dorfplatzes, die Anpassung der Bachfließgeschwindigkeit sowie die Installation von Sitzstufen am Wasser angedacht. 2021 wurde bereits die Kreisstraßendurchfahrt Darshofen erneuert und unter anderem sicherer für Fußgänger gestaltet. In einer Pressekonferenz gab die Stadt Neumarkt am Freitag vergangener Woche einen Ausblick auf ein Projekt, das die Sportvereine der Stadt entlasten soll, welche in den letzten Jahren zunehmend mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Problemen bei Vereinen im wirtschaftlichen Bereich, im Mitgliederschwund etc. ist eine Vision entstanden von einem Sportpark Neumarkt. Das Ganze ist intern besprochen worden im Arbeitskreis Sport, auch mit dem Oberbürgermeister, auch mit den zuständigen Stellen in der Verwaltung und ist jetzt eigentlich in einen konkreten Ideenfindungsprozess gemündet. Angedacht ist, das Sportzentrum des ASV am Deininger Weg, welches im Eigentum der Stadt Neumarkt ist, nicht zu sanieren, sondern am Gelände des SV Stauf einen Sportpark zu bauen, welcher von mehreren Vereinen der Kommune genutzt werden kann. In Stauf konnte die Stadt bereits in den letzten Jahren angrenzende Areale erwerben.
um eben hier die Möglichkeit einer Expansion zu schaffen, um diesen Sportpark umzusetzen. Und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt wollen wir mit allen Vereinsvertretern einmal sprechen und wir sind da guter Dinge, dass wir hier was ganz was Tolles kreieren können. Auf dem Gelände des jetzigen ASV-Sportzentrums wäre in Zukunft Wohnbebauung und eine Erweiterung des benachbarten Berufsschulzentrums möglich. Einwohner von Stauf haben jedoch bereits Kritik am Projekt geäußert. Sie befürchten unter anderem ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen. Wie bei einem Pressetermin am Mittwoch bekannt gegeben wurde, wird die Aktion Jeder Tropfen zählt gut angenommen. In Berching und Freistadt haben die Bürger seit August letzten Jahres die Möglichkeit, in Behältern, die an alle Haushalte verteilt wurden, Altspeiseöle und Fette zu sammeln und an Automaten abzugeben. Die gesammelten Stoffe werden in Biodiesel verwandelt. Seit Beginn der Aktion wurden rund 3000 Kilogramm Altfette und Öle gesammelt. Finanziert wird das Projekt vom Landkreis, den Gemeinden Berching und Freistadt sowie einem örtlichen Wasseraufbereitungsunternehmen. Durch die Aktion werden auch hiesige Abwasserkanalsysteme weniger belastet. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Wir suchen nicht einfach einen Käufer für Ihr Objekt. Wir ermitteln ihn. Mit jahrelanger Erfahrung, moderner Technik und professioneller Präsentation. Lautenschlager Neumarkt. Ihre Immobilie ist unser Fall. Was ist denn jetzt los? Richtig! Sie haben den Charivari Cash Song gehört! Der Charivari Cash Song ist wieder da. Montag bis Freitag, jede Stunde. Shoppinggeld für das Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich bis zu 1000 Euro mit nur einem Anruf. Nur auf Charivari. Sie hören den Cash Song, wir hören uns und das Shoppinggeld gehört Ihnen. Charivari. Es ist Zeit, sich ins Kostüm zu schwingen. Mit den Masken kennt man die Leute gar nicht mehr, gell? No. Die Stadt Neumarkt lädt ein zum großen Seniorenfasching im Fernsehen. Ein närrischer Nachmittag für alle Generationen. Am 22. Februar ab 14 Uhr auf Frankenfernsehen und auf dem YouTube-Kanal der Stadt Neumarkt. Der Charivari Cash Song. Mit Shoppinggeld. Mehrmals täglich. Und extra Scheinchen vom Glücksschweinchen. Bis zu 1000 Euro. Achten Sie einfach auf das Charivari Glücksschweinchen. Immer ein Gewinn. Charivari. Willkommen zurück. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. So ein Grundtenor des IHK-Gremiums, welches zu Beginn dieser Woche tagte und am Tag drauf dann die Presse über die Trends informierte. Wir waren bei dieser Pressekonferenz dabei und haben einen Beitrag für Sie mit sehr viel Symbolik erstellt. Ist nach fast 2 Jahren Corona-Pandemie das Glas bei den Unternehmen im Landkreis nun halb voll oder halb leer? Ursula Hammerbacher, Vorsitzende des IHK-Gremiums, wählt lieber Ersteres. Ich bin ja von Natur aus optimistisch, dass es halb voll ist. Diese Zweiteilung der Wirtschaft, auf der einen Seite die Industrie mit den vollen Auftragsbüchern, auf der anderen Seite Tourismus, Einzelhandel, Gastgewerbe. Ich glaube, dass ja jetzt ab März oder April die Corona-Vorgaben gelockert werden und dass dann auch diese Branchen wieder besser ins Geschäft kommen. Deswegen glaube ich, ist es mehr halb voll als halb leer. Während Mitgliedsbetriebe der Neumarkter IHK in manchen Branchen also relativ gut durch die Pandemiejahre kamen, gab es in anderen Bereichen auch Einbußen. Nirgendwo aber steht das Wasser existenzbedrohend bis zum Hals. Die aktuellen Probleme sieht man zum Beispiel beim Gang zum Bäcker am Eck. Wenn die Filiale plötzlich geschlossen hat, steckt nicht selten Personalmangel dahinter. Aber auch in anderen Bereichen fehlt der Nachschub.
Materialversorgung, da haben eigentlich alle Branchen gejammert, dass das sehr schwierig ist, dass die Lieferketten unterbrochen sind, dass sie teilweise Auftragsbestätigungen ohne Preis und Lieferzeit bekommen. Was die IHK zudem in vielen Bereichen merkt, die Stimmung bei den Mitarbeitern sinkt wegen Corona und den damit verbundenen Beschränkungen. Sie stellen sich oft die Sinnfrage, warum soll ich denn überhaupt noch 8-9 Stunden in der Firma arbeiten, wenn ich dann im Privaten keine kulturellen Veranstaltungen, keine Reisen, keine Treffen, keine Partys mehr besuchen kann. Also das merken wir sehr stark, dass das schon auf die Stimmung der Mitarbeiter drückt. Eine Konsequenz? So mancher kündigt. Und bislang hat sich nicht eindeutig gezeigt, in welchen Bereichen all diese Arbeitskräfte stattdessen tätig werden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor rund 2 Monaten haben wir in unseren Sendungen regelmäßig Veranstaltungen empfohlen, die zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir sie Ihnen empfohlen haben, noch fest geplant waren. Rund eine Woche nach der Sendung waren die meisten dann aber abgesagt worden. Wir versuchen jetzt mal wieder unser Glück, denn ich habe Leuten hören, so manches soll doch tatsächlich stattfinden in den nächsten Wochen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Das Theater Fritz und Freunde zeigt am 19. Februar in den Festsälen der Neumarkter Residenz den Kinderbuchklassiker Pinocchio. Geeignet ist die Inszenierung mit Schauspiel, Jonglage, Live-Musik und mehr für Kinder ab 6 Jahren. Karten gibt es für Besucher unter 14 Jahren für 5 Euro, Erwachsene zahlen 8 Euro. Am Sonntag, den 20. Februar, lädt die Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt in die Neumarkter Residenz. Ab 11 Uhr stellen Schülerinnen und Schüler ihre Holzblasinstrumente im Rahmen eines Konzerts vor und interpretieren Werke vom Barock bis zur Moderne. Bei dieser musikalischen Früherziehung machen gerade kleine Besucher Bekanntschaft mit Querflöte, Oboe, Klarinette und Fagott. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Fördervereins sind erwünscht. Ein Tribut an den irischen Musiker Van Morrison präsentiert der Fürther Rudi Matthius mit seiner Band am 25. Februar im Kisch in Postbauer Heng. Die Live-Musikbühne wagt nach der Corona-Zwangspause wieder einen Neubeginn und verspricht gefühlvolle Interpretationen von Morrisons Klassikern, gemischt mit einigen eigenen Songs aus Matthius' neuem Album. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es für 15 Euro. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis auch der Brunnen hier hinter mir am Neumarkter Viehmarkt wieder mit Wasser gefüllt ist. Die Temperaturen haben es uns in dieser Woche ja schon spüren lassen. Es geht wieder nauswärts, wie man in meiner Heimat so schön sagt. Klar, es könnte immer auch noch mal kurz neiwärts gehen, also wieder winterlicher werden. Aber jetzt geht's erst mal nauswärts. Und ob dieser Trend am Wochenende anhält, das verraten wir Ihnen jetzt. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Sie haben es bestimmt schon bemerkt, der Wind bläst uns seit heute ganz schön stramm ins Gesicht. Grund hierfür ist der Orkan Elenia. Das gesamte Wochenende über gilt deshalb eine Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Wind mit starken Böen. Der Samstag startet bedeckt, aber trocken. Tagsüber ist es sehr windig mit Böen von bis zu 57 Stundenkilometern. Die Temperaturen erreichen mittags 5 Grad. Bis zum Abend kühlt es sich bis nahe dem Gefrierpunkt ab. Am Sonntag ist es ähnlich stürmisch wie am Vortag und das Regenrisiko steigt im Tagesverlauf. Bei Temperaturen von bis zu 8 Grad kann es besonders nachts zu Windböen von bis zu 76 Stundenkilometern kommen. Der Montag beginnt frühlingshaft bei 11 Grad und Regen. Den ganzen Tag stürmt es weiter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Das war endlich Wochenende für heute. Am nächsten Mittwoch gibt es eine neue Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt mit Kollegin Vanessa Forsbach. Ihnen danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende.